Sie sind hier, 13. August 2018, 23.14 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Julia Görges gibt in Runde 1 wegen einer Verletzung auf Urheberrecht Getty Images. Julia Görges muss beim WTA Masters in Cincinnati bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Eine Verletzung sorgt für die Aufgabe. Fed Cup-Spielerin Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die an Position 10 gesetzte Wimbledon-Halbfinalistin gab gegen die Französin Kristina Mladenovic beim Stand von 4 zu 6, 2 zu 3 wegen einer Wadenverletzung auf. Vor den US Open, 27. August bis 9. September, hat Görges noch für die sonntagbeginnenden Connecticut Open in New Haven gemeldet. Damit nehmen an der mit 2,9 Millionen Dollar dotierten Frauenkonkurrenz aus deutscher Sicht noch Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Kiel, Nummer 4, mit einem Freilos in der ersten Runde und Tatjana Maria Bad-Saulgau teil.